Hohe Flammen und dicker schwarzer Rauch am Donnerstag in einem Industriepark in China. Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik in der Stadt Yibin in der Provinz Sichuan sind nach Behördenangaben mindestens 19 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Nach Angaben von lokalen Medien sollen sich die Verletzten in einem stabilen Zustand befinden. Das Feuer in der Fabrik sei mittlerweile gelöscht worden, hieß es. Zur Unglücksursache gab es zunächst keine Angaben, die Ermittlungen laufen. In den vergangenen Jahren war es in der Volksrepublik immer wieder zu folgenschweren Industrieunfällen gekommen. Häufig werden Sicherheitsregeln missachtet.